Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und willkommen zurück zu Terminator Resistance. Wir sind der Widerstand, der Ein-Mann-Widerstand. Und ich habe gerade gelesen, dass man... Wo war denn das? Gameplay? Nee, Schwierigkeit, doch. Man die Schwierigkeit hochstellen kann. Ich würde die mal testweise mal auf schwer lassen. Mal gucken, ob man da einen Unterschied hat. Weil manchmal waren die doch mehr die Spider-Roboter ein bisschen zu defensiv. Da ist noch eine verschlossene Tür. War mal einfach verriegelt. War mal das? Ich weiß jetzt nicht, was mehr Sinn macht. Erst die Hauptquest machen und dann die Nebenquest und dann zurück oder erst die Nebenquest und dann die Hauptquest. Ach, wir sind ja schon so weit rechts. Hier hinten geht es wahrscheinlich rum. Wir gehen hier einfach rechts weiter. So, hier waren zwei Spider-Roboter, aber die, oder Spinnenroboter, kann man ja auch sagen. Die sind ja weg. Nicht neu gespawnt. Achso, dann kommen wir da hin. Ist das eine verschlossene Tür oder? That plasma storage ain't a promising sign. Don't you guys usually destroy them on site? Skynet Plasmalager, was soll man da machen? Wahrscheinlich die Plasmalager hochjagen, ne? Oh, drum. Oh, das ist noch was Neues da hinten. Na, was hast du uns da gelassen? Oh, Zigaretten. Snickers oder sowas. Schokoriegel, lecker, lecker. Schmeckerstoffe. Und wieder ein Schuhladen. Ja, die, wie wollen die mich hier drin gesehen haben? Außer die haben irgendwie auch etwas, womit sie durch die... Ja, du kannst Holzplanken zerstören, ich weiß, aber hier geht es eine Etage höher. Und von oben lasse ich dich... Alive. Da komme ich nicht hin. Oh! Nachrichten aus aller Welt. Als ein Sprecher des russischen Ministeriums für Atomenergie zum Ursprung der seismischen Aktivitäten auf einem russischen Versuchsgelände für Atomwaffen vor 2 Wochen befragt wurde, antwortete er nur: Ich weiß nicht, welche seismischen Aktivitäten Sie meinen. Russland hat alle Atomtests freiwillig eingestellt und hält sich auch weiterhin an diese Entscheidung. Dann war es Skynet. Immer wenn irgendwas nicht passt oder böse ist, ist Skynet. Klimaleugner gehören zu Skynet. Reptilien oder diese Reptilienviecher gehören zu Skynet. Alles. Skynet ist für alles schuld. Danke, Skynet. So. Oh. Mein Herz. Oh, ja, ich habe ja was liegen lassen. Dietrich. Nee, die Uzi will ich nicht. Ach du Scheiße. Nee, ich wollte gerade sagen, die Uzi und die M16 haben dieselbe Munition. Gepanzerte Spinne. Am besten werden die auch da zu zerstören, wo quasi die Behälter sind.
Ah, okay. Dann wissen sie, dass ich im Haus bin, aber kommen sie hier rein? Scheiße. So viel zu still und heimlich. Bewegt er sich weg? Nee, er ist noch da. Er weiß, dass wir wahrscheinlich bald rauskommen müssen. Oh, hier im Schrank haben wir noch Handelsware. Medikamente. Klo, Klo, Klo. Und dann sind wir hier durch. Kommen hier von oben nicht so an diesen Typ ran. Diese doofe Spinne. Ich glaube, eine Spinne, genau, hat noch überlebt. Da ist er. So, dann sammeln wir erstmal draußen die Drohnen ein. Einmal hier. Die zweite muss da auch hier irgendwo liegen. Was hat die Polizei hinten drin für uns? Ah, fuck. Okay. Schrotgewehr. Kann ich nicht mitnehmen. Ich bin voll. Wir haben noch die Fähigkeit Rucksack oder so, ne? Wie viel kriegen wir dazu? Ah, zwei neue Slots, das heißt, du kannst mitnehmen. Na, hier wären wir auch nicht durchgekommen. Da gehen wir mal gleich durch. Geschenk.
Im Kofferraum des Streifenwagens vor dem Gebäude ist ein Schrotgewehr. Ich habe es für dich dort hinterlegt. Nimm es und lerne, wie man es benutzt. Die Vernichtungslinie kommt. Da werden auch immer mehr Terminatoren auftauchen. Das Schrotgewehr wird sie zwar nicht erledigen, doch wenigstens wirst du sie damit umwerfen und entkommen können. Oh, und achte darauf, nach jedem Schuss nachzuladen. Das ist so ein Ding mit Schrotgewehren. Ach so. Noch was. Ich habe das Gewehr beim Widerstand mitgehen lassen. Erspare mir die Predigt. Diese Arschlöcher behalten alle Waffen für sich. Wir müssen uns aber auch beschützen. Beschützen können. Retter der Menschheit. Am Arsch. Zu den Archiven hinzugefügt. Wie sieht denn die überhaupt aus? Bei 7 Schuss haben wir doch hier. Oder sagen. Oh, können wir Ratten auch töten? Ja, gab auch 5 Punkte. Cool. Achso, ich wollte ja noch hier durchgehen. Also gibt es hier zum Beispiel mehrere Möglichkeiten, an dieser Tür vorbeizukommen. Wir hatten hier irgendwo noch eine kleine Was ist das gewesen? Ach, das war das Geschütz. Ein Plasmaturm. Ja, dann haben wir jetzt auch kennengelernt, den Plasmaturm. Beschädige die Mauer. Welche Mauer schon wieder beschädigen? Was wollt ihr denn immer beschädigt haben von mir? Hey, fuckhead! I saw some movement in the factory. Resistance? Nah, it looked like a scavenger. We aren't too far from our new hideout. Maybe it's the guy who lives there. You know what? I think I'll introduce myself. The least I can do for leaving us all those resources? Shit. I might even give him a thank you card. You keep looking. Okay. Können die Mauer zerstören? Sollten wir ja auch eigentlich, ne? Nicht. Schade, wir sehen leider nicht, wo es da lang geht. Dietrich. Na gut. Ich würde mal sagen, wir heilen uns mal hoch. So viel Medikits gefunden, da können wir uns auch mal heilen, ne? Drei Spinnen, 4 und eine große, gepanzerte. Machen wir mal zu. Die große Spinne holen wir uns wieder von oben. Na, ist hier was? Nee, schade.
Oh, der kommt diesmal durch. Ach, wo ist er denn? Jetzt auf einmal hin. Unter mir? Ja. Ups, falsche Lampe. Blechdose. Ja, wir haben hier voll Alarm geschlagen. Wo sind die hin? Okay. Irgendwo wollte ich jetzt Gesicht, dachte ich. Ah! Zwei fehlen noch. Ich suche erstmal hier die eine mit dieser verschlossenen Tür. Muss ja auch irgendwo rumfliegen. War ich hier? Nee, ne? Achso, ja, kommen wir von hier rein. Von anderer Seite verschlossen. Na, vielleicht ist ja die Decke kaputt, dann können wir von oben reinspringen. Da ist er. Oh, der hat mich fast nur erwischt. Also bisher geht's auch auf schwer irgendwie. Kann natürlich sein, dass dann, wenn die großen Terminatoren auf uns zukommen, dass wir natürlich dann ein Problem haben. Aber das werden wir dann ja sehen. Zur Not können wir ja wieder auf leicht oder mittel gehen, meine ich. Entschuldigung. Ha! Nicht sofort runterspringen, sonst kann man keine Stoffe einsammeln. Pass auf, noch eine Schrotflinte. Nee, aber Rohrgranaten, die kann man auch gebrauchen. Guck ich mich? Nee. Regale sind zu hoch. Okay, weiter geht's. Ja, immer schön umgucken, da findet man auch genug Munition. Alle zu terminieren. Aber eine Spinne müsste direkt hier hinter gewesen sein. Ja, die holen wir uns.
nochmal gleich. Ich bin der übelste schlechte Schütze. Boah, ein ganzes Magazin, um einmal zu treffen. Da hinten haben wir schon wieder Drohnen gehört. Ah, wo geht's denn da lang? Ja, diese Abkürzung einmal hier rum. Die brauchen wir jetzt nicht gehen. Weil wir gehen vielleicht zum Rückweg dahin, keine Ahnung. Handelsware. Das war klar. Wieso hat er mich gesehen? Fuck you. Okay, wir sind weg. Für den Widerstand, Motherfucker! Okay, hat mir jetzt 2 Medipacks gekostet. Warum auch immer hat er mich gesehen. Vielleicht mein Kopf doch größer als ich dachte. Ich dachte, ich wäre jetzt hier geschützt, weil ich kann, ich bin ja hier auf dem, wenn ich hier gucke, Mittel quasi. Mittlere Höhe vom Blech. Da konnte man doch mal annehmen, dass man mit seinem Kopf da drunter ist, oder? Muss ich für den Typ... 2 Medipacks. Ich hab. Achso, ich konnte mich noch nicht mal. Ich hab mich noch nicht mal ganz geheilt mit einem. So ein Sackratten-Wichser. Hätte auch ins Auge gehen können. Ich eigentlich weglaufen sollen. Dieses Fahrzeug könnte man gebrauchen. Mit dem Geschützturm von irgendeinem alten Panzer, würde ich sagen. Ich würde sagen, russischer Geschützturm. Ich weiß jetzt nicht, wie der Panzer dazu heißen sollte. Nehme ich mal an. Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Ich weiß es gerade nicht. Ja, das Ding brauchen wir nicht. Ja, keine Wachen, kein gutes Zeichen. Taschenlampe braucht man nicht. Aber doch, da wird's dunkel. Hm, Senf oder Mayo. Kein Überlebender. Map. Let's see. Looks like they were keeping an eye on an old university hospital not far from here. They must have moved on to that hospital. All right, I've got everything. What's the status on that factory? Colin? Can you hear me? Colin! Shit. Ja. Begib dich in die Fabrik. Machen wir gleich. Neue Stufe. Und... herstellen. Was soll ich machen? Rucksack, schneller Lerner haben wir schon.
Weiß jetzt nicht, was das erste bei Herstellen war. Waffen. Mehr Schaden mit Standard Waffen zufügen. Tarnung. Ich gehe mal auf Herstellen oder Waffen. Ich gehe mal auf Waffen und dann beim nächsten gehe ich auf Herstellen. Jetzt können wir tödlicher mit unserer Waffe umgehen. Wir sind jetzt besser im Schießen. Das alles. Okay. Ah, jetzt müssen wir ganz links. Es ist natürlich ganz doof, weil unsere Nebenquest ist hier rechts. Ich gehe nochmal zur Nebenquest. Wir brauchen das Werkzeug. Sonst kommen wir ja nicht weg. Wie gesagt, Werkzeug kann man immer gebrauchen. Oh. Ich wollte gerade sagen, ja, jetzt kommen wir in ein Gebiet, da waren wir noch nicht. Da müssen wir vorsichtig sein. Und dann taucht diese kleine Spinne auf. Ja, was sein können hier. Spinne voraus. Nehmen wir mal die Pistole. Und jetzt klappt das auch mit einem Magazin, ne? Und ich habe alle Schüsse haben getroffen. Oh, die drückt einfach. Genaues Hingucken ist echt wichtig in diesem Spiel. Okay, scan. Ach. Scheiße. Wir müssen da auch hin. Gibt auch keinen anderen Weg weg oder hinzukommen. Hm. Einen Schluck heißen Kaffee nehmen. A garage. Maybe I'll find a set of tools in there. Der sieht mich schon. Das kleine Skynet-Ratte. Nee, Granate! Scheiße, die... Ah, nicht hoch! Shit. War knapp. Ich habe eigentlich gehofft, dass ich vielleicht die kleine Spinne mit der gepanzerten Spinne auf einmal loswerde mit einer Granate. Weil wir den ja schon angeschossen haben, hat aber leider absolut nicht funktioniert. Ah, nein, hier war ein Plasmabehälter. Da hätten wir einfach nur ein bisschen warten müssen und zum richtigen Zeitpunkt auf den Plasmabehälter eine Granate schmeißen oder so. Dann wäre das hochgegangen und wir hätten wahrscheinlich weniger Arbeit gehabt. Dann heilen wir uns mal. Jetzt haben wir nur noch 11. Okay. Zerstörte Mauern sprengen, ja. Kann man machen. Muss man ja aber nicht. Ich glaube, es ist immer so ein optionaler Weg. Aber ich glaube, diesmal kommen wir nicht dran vorbei, weil... Ist von hier eine Möglichkeit? Ah, vielleicht siehst du, kommst du?
doch eine Alternative zum Sprengen. Ja. Da sparen wir uns eine Rohrbombe. Das begrüße ich doch sehr. Solange es kein Munitions- und Rohrbombenlimit gibt, schmeiße ich da nicht wild rum. Oder muss man einfach so einen Kram nicht aufgeben oder ausgeben. That should do it. Werkzeugkiste. Ah, wir schleimen uns da richtig ein bei Wine. Und der Stufenaufstieg. Und ein Schluck Kaffee. Mist, verschluckt. Boah, dann kriechen wir wieder raus und weg hier. Ist doch richtig duster hier. Das haben wir auch. Oh. Da habe ich einen Dietrich übersehen. Das wollen wir natürlich nicht. Dann schnell weg hier. Ach ja. Wir haben noch einen Fähigkeitspunkt. Jetzt könnten wir Waffe Stufe 2 schon nehmen. Standard nochmal auf 50%. Verlockend, aber gehen wir jetzt auf Herstellen. Oh, und Schlösser knacken könnten wir, hätten wir jetzt nehmen können. Verdammt. Oh, cool. Aber hier gibt es nichts. Wenn wir ein bisschen außen rum, jetzt müssen wir durch diese Tür, die wir nicht durchgehackt haben oder noch nicht aufgemacht bekommen haben. Weil in Hacken sind wir ja noch Noobs. Ich muss sagen, diese LKWs von früher, ne? Hier diese, ich weiß nicht, irgendwie Terminator und andere Filme waren dafür verantwortlich, dass ich irgendwie diesen LKW-Typ mag. Mit dieser flachen Schnauze, irgendwas hat das. Ja, halbwegs richtig gelaufen. Ja, da höre ich doch schon wieder. Hab mich schon wieder fast gesehen. Habe ich ihn erwischt? Perfekt. Okay. Ob es auch feindliche Menschen gibt im Terminator-Universum? Bestimmt Überlebende, die nur an sich denken, ne? Gibt's doch bestimmt. Handelsressource. Seite verschlossen. Das ist natürlich wieder interessant. Und ich finde es echt doof, dass diese Medikits nicht einen voll heilen, dass man schon quasi zwei braucht. Fertigkeitsbuch. Ja, Wollo. Das ist doch mal was richtig Gutes. Sowas liebe ich auch. Oh, wir können noch schneller lernen. Dann kriegen wir 20% Erfahrung.
Ich mach das mal. Und ich hoffe, dass wir noch mehr als nur diesen einen das andere Fertigkeitsbuch finden. Nun haben wir das auch. Ja, Scan scheint sauber zu sein. Puh, mal gucken, was uns jetzt da erwartet. Der Widerstand ist nicht mehr im Lagerhausbezirk stationiert. Ich konnte aber einen Hinweis finden, der mich offensichtlich zu ihm führen wird. Jetzt kann ich nur noch nach Colin sehen und zu unserem Versteck zurückkehren. Colin ist auf der Suche nach einem seltsamen Kerl, der in das alte Fabrikgelände gelangt ist. Ah! Ich brauche mehr Kaffee. Colin, where are you? Can you hear me? Quiet! I'm following that guy. Die Monte brechen dir ein. Ich wollte sagen, meine Vorlesefähigkeit ist um 50% gesunken. Mit der letzten Fähigkeit. Warte mal. Die haben wir noch gar nicht getestet. Gefällt mir hier. Richtig stimmig. So stelle ich mir eine alte Fabrik vor. Und so ein bisschen sieht es auch aus. Ich war ja schon mal in einer alten Fabrik. Colin! Colin! Talk to me, Colin! Große Turbinen. Ist es ein Mensch oder ein Terminator? Wir werden es nicht erfahren. Wahrscheinlich beides. Ein Terminator, der aussieht wie ein Mensch. Pass auf. God damn it! Ist auch ein scheiß Labyrinth hier. Oh ja. Da hängt er. An so einem Eisenträger. Alter, wer hat denn da... Das ist einer. Das ist einer. Alter, den hat er voll herangeballert. Jacob Rivers, marked for termination. Oh, man hat auch noch gesehen, wie er sich dagegen stemmt. Cool. Ist das auch ein Terminator oder was? Are you all right, Jacob? Jacob! Oh, wir sind K.O. Versteck. Kurz darauf verlor ich das Bewusstsein. Was bedeutet das? Dass ich zur Terminierung markiert wurde.
Und wer war dieser Fremde, der mir geholfen hat? Ich muss Commander Baron so schnell wie möglich finden, damit sie etwas Licht in die Sache bringen kann. Hours later, they found me lying in front of her hideout. I made it out alive, but not all of us did. Colin's dead, and the stranger I saw is nowhere to be found. I told them about everything. I said that it wasn't safe for them to be with me. But Jennifer suggested that right now, nowhere is safe, so we might as well stick together. Everyone pulled through as we prepared for the worst. But nothing happened. Jacob? Are you awake? How long have you been sitting there? Not that long. I know that you're going to that hospital today, so I went on my first scavenging run. And I found something for you. Thank you. You're welcome. Did you go with your sister? No. As soon as Erin heard that there's a hospital nearby, she asked Jennifer to go look for some medicine. So I went alone. Don't tell her that, okay? She's already at the medical district? Yep. Oh, and Ryan wanted to talk to you. Heat from a plasma rifle cauterized the wound. That's why he's not bleeding. Also der Überlebende hat uns jetzt hier die Kugel hinterlassen. That's what we need to worry about. Wow. Das ist ja sehr nett. You're really smart. I learned all that before the war. Gastfreundlichkeit. And thanks to Judgment Day, I didn't even have to pay off my student loan. Aha, ich kann mit einer Kiste handeln. Das ist toll. Ja, mit euch zu reden habe ich jetzt keine Lust. Ich will jetzt nur. Okay, now sit. Roll over. Fetch. We've got a lot to learn. Ja, die Punkte haben wir ja schon bekommen, wenn wir ja was gesammelt haben. Wir haben hier für den Jungen einen Hund besorgt. Ich dachte eher eine Puppe oder irgendwie sowas, aber... ich nehme mal Schlösserknacken 2. Dann mal gucken, was er jetzt sagt, wenn wir sagen, hier, wir haben ein Werkzeug. You wanted to talk to me? First of all, thank you for bringing me that toolkit. That bus should be ready in no time. Good to see you finally turn the corner. I wanted to talk to you. I'm starting to get worried about Jennifer. It's been a while since she left, and at my age, I try to worry as little as possible. But if you see her out there, send her back, okay? Na, okay. Boyens Geschichte habe ich auch gerade keine Lust, aber naja, komm, fragen wir mal nach. Do you remember Judgment Day? I do. That's right. I'm that old. My memory ain't as good as it used to be. However, there are some images that stand out in my mind. My brother Tucker hitting on this lady guard, or people covered in mud. But for the life of me, I can't remember the name of that band. Eine Band, wo war das? Band? Where was it? Tucker always dragged me to these events. Driving 100 miles to the middle of nowhere just to jump around with a bunch of strangers. Wasn't really my thing. Who would have known that it would have saved my life, though? Yeah, it was one of those outdoor festivals. When we got in, we decided to climb this metal tower to get a better view of the stage, you know. So as we're watching this band play their hearts out, we see a burst of bright, ugly light. I went blind for a while. What was it?
Took me a while to understand what I was looking at. The atomic mushroom cloud wasn't something we were ever supposed to see. With my bloodshot eyes, the only other thing I could see clearly was people below me being crushed. The tower we were clinging onto started shaking. It finally gave in after the shockwave from the explosion. I closed my eyes and it started falling onto the people below. What am I thinking of? I'm usually a lighthearted guy. Why don't we talk about something more positive? Oh, God, I remember the name of that band now. It was Captured by Robots. Oh, we left with the bus. How's that bus coming along? I'll make a run again. Don't worry about it. Besides a couple of rusty rotors, it's got a whole lot of character. The question is, where do we go from here? Alter Schwede, Entschuldigung. Boah. So, ich wollte noch ganz kurz mit der Kiste handeln. Hallo Kiste, wo bist du? Oh, hier liegt noch was. Oh, hier liegt auch noch was. Hallo Kiste, Kiste, Kiste. Ach, nachher liegt er da. So, mir reicht eine Schrotflinte. Und mir reicht eine M16. Da ich nicht zwei zeitgleich benutzen kann, kann ich sie ja verkaufen. Den Rest würde ich eigentlich behalten wollen. Da wir ja irgendwann vielleicht mal was selber basteln können. Und zurzeit gibt es ja kein Limit irgendwie. Und kaufen würde ich jetzt auch nichts. Also wir haben eigentlich genug von allem, oder? Können wir an... Doch, wir können... Rohrbombe und so bauen. Rote Plasmazellen. Munition für Plasmagewehre können wir auch theoretisch bauen. Aber... Ja. Was war das hier? Audiotäuschkörper. Zwei Altmetall, zwei Energiezellen. Achso, Energiezellen. Müsste ich bauen? Ne, ist was anderes. Aber wir haben davon zwei. Schrotmunition. 75 im Besitz. Und wir können sogar Medikits selber basteln. Dafür brauchen wir zwei Chemikalien und zwei Stoff. Dann würde ich davon einen herstellen wollen. Anrollen. Dann, wie viel haben wir davon? 12. Stellen wir auch nochmal einen her. Ein Täuschkörper. Würde ich mal auch zwei herstellen. Gucken, wie die so sind. Audiotauschkörper senden Hochfrequenzgeräusch aus, das kurzzeitig Feinde unlockt, die sich in der Nähe befinden. Da ja, müssen wir vorher irgendwie anders auswählen, dass wir die halt mit G werfen können. Dietriche nehme ich nochmal ein paar mit. 14 jetzt nicht unbedingt, aber auch mal 6. Und Schrotmunition. Pistolmunition. Wenn wir keine Pistolmunition mehr haben, setze ich sie nicht ein. Davon würde ich aber auch noch schon mal ein paar herstellen, falls wir ein Gewehr finden. Mal 60. Den Rest heben wir mal so ein bisschen auf. Haben wir noch einen Slot dazu gekriegt? Nee, ne? Gegenteil, wir haben zwei verbraucht. Achso, das sind überall Ausrufezeichen, weil wir nicht wissen, was das ist. Aha. Aber jetzt wissen wir, was das ist. warum ist meine Schrotflinte? Achso, ich habe die falsche verkauft. So. 97 Schaden. 40 Schaden. Aber eine sehr hohe Feuerrate. Der hat noch eine höhere Feuerrate. Macht nur 33. 30. Gut, so viel dazu.
Ich würde jetzt erstmal einen Break machen. Die Folge geht schon wieder lang genug. Und ja, wenn euch da Widerstand gefallen hat, dann hinterlasst doch gerne mal ein Like, ein Kommentar oder am besten ein Abo. Unterstützt den Widerstand, unterstützt Heinrich. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.